Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Dark and Light. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir wollen dieses Mal ja noch ein bisschen Rarewood sollen wir noch finden. Schauen wir doch mal, ob wir das irgendwann hinkriegen. Jetzt kriege ich die Stamina und ich würde gerne. Ich weiß nicht, ob wir das hier rauskriegen. Oder ob wir da tatsächlich diese großen Bäume legen müssen. Oh, ich bin schon wieder völlig überladen. Super. Geht ja schon gut los. Da hinten ist so ein großer. Ich glaube, den mache ich immer weg. So. Ne. Was können wir denn ablegen? Was wiegt denn hier so viel? Ach, das Leder, das kommt aber in eine andere Kiste. Oh ja, die Barren, ja. Die wiegen natürlich. Knochen wiegen bestimmt auch was. Ah, hier noch 85 mal Holz. Steine. Das kam hier alles in die Kiste. Irgendwie scheint nach dem Server-Update so, überstrahlt das Ganze so ein bisschen. Muss ich mal gucken. So. Jetzt müssten wir eigentlich. Das sieht alles ein bisschen überstrahlt aus. Okay. Schauen wir mal. Gewicht ist um einiges reduziert. Dann gehen wir mal raus und gucken, ob wir mal ein paar größere Bäume finden. How are you today? Da hinten zum Beispiel. Ach, gehen wir da mal hin, auch wenn da eventuell Gegner sind. Zehn Ruinen da hinten, da würde ich auch gerne mal hinlaufen. Das scheint auch gar nicht so weit weg zu sein. Ja, was natürlich auch noch auf dem Plan steht, ist Taming. Dass wir vielleicht irgendein Tier, das wir vielleicht auch reiten können, wäre ganz cool. Mal gucken. Ja, mit dieser Türakt sollen wir ja Rarewood bekommen, aber es sieht irgendwie so aus. Das heißt ja nicht umsonst seltenes Holz. Ah, Survival Holz. Ah, und Rarewood haben wir jetzt erledigt. Ah, nicht runterfällt. So, Craft. Antiseptic Timber in your inventory. Okay. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal so ein kleines Stückchen hier hin. Nicht, dass mich jetzt hier noch gleich irgendwas wegsnackt, während ich hier ein bisschen am Craften bin. Ja, Holz haben wir natürlich jetzt auch eine Menge. Okay, so. Es blendet, überstrahlt. Ja, was haltet ihr eigentlich von Dark and Light bisher? Würde mich mal interessieren, eure Kommentare dazu. Ob ich das Projekt weiter fortführen soll oder ob ich das ad acta legen kann, sollte. Was brauche ich dafür noch? Ach, Schwefel brauche ich dafür noch. Okay, das habe ich in der Kiste, Schwefel. Das farme ich jetzt nicht extra weg. Weil da haben wir reichlich in der Kiste. Das machen wir hier. Dann geht es doch erstmal zur Hütte. Zum Craften. Ja, soll ich mich mehr an die Aufgaben halten oder doch mehr ein bisschen erkunden gehen. Wie gesagt, das schreibt doch bitte mal in die Kommentare rein, würde mich interessieren. Wie oft 10-mal musste ich es machen, ne? Craft. Kann ich nicht sagen, wie oft. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Machen wir es einfach so. Schon ein paar Sachen mehr herstellen. Wäre cool. Ich will mal gucken, was noch alles zugekommen ist. Panda Hero. Stone of... Ah, so schnell konnte ich jetzt gerade nicht lesen. Okay. Dann würde ich
auch sagen, kann ich das Ganze auch mal ablegen. Wir gucken gleich mal an, was da. Wir gucken uns selber mal an, was wir hier noch im. Was haben wir hier gekriegt? Tandlaser, das kann, Laser können wir sogar herstellen. Das Schild. Ah, Bett können wir jetzt bauen. Sehr cool. Tinte, Papier. Wow, so mal schicke Rüstung oder sowas, da ist leider nichts dazu gekommen. Ein Wegweiser. Ja. Okay, was haben wir denn jetzt? Handy Spear. Ah, dann wollen wir jetzt ein Craft Stone Spear. Analyze the weakness. Ja, das Pentrail, also da muss ich gucken, was so ein Bocklord ist. Das wüsste ich jetzt so aus dem Stegreif auch nicht. Housework Bench. Craft House hier. Ich denke mal, es wird eine Flagge sein, was da gemeint ist. Ja, die kann ich glaube ich noch nicht craften. Ah, jetzt mal im Knowledge gucken. Battle. Was haben wir hier? Rune of Recall. Ah, das ist verboten. Okay. Magical Gradients. Was haben wir jetzt hier noch? Achso, ah, sind die noch nicht freigeschaltet. Dark Magic, Fire Magic. Ja, da müssen wir noch ein bisschen bis zum nächsten. Water Magic. Alchemie. Ah ja, genau, da können wir jetzt natürlich Wasser, Eis und was können wir noch herstellen? Ah, und Kohle. Ja, Kohle wäre natürlich auch nicht schlecht, dann brennt wahrscheinlich unser ganzes Krams ein bisschen länger. Bone Meal. Black Coloring, achso, Farbe, okay. Adventure, Offhand, okay, die Schilde. Rüstung. Ja, okay, da sind wir jetzt noch dabei, freizuschalten. Also Handschuhe und den Helm können wir, das hatten wir ja schon in der letzten Folge gebaut. Ah, dann müssen wir noch zwei Stufen aufsteigen. Cooking. Ja, da können wir. Achso, das ist das nächste, was freigeschaltet wird. Taming. Ah, da fehlt uns ja noch alles. Da ist ja noch alles. Was müssten wir da machen? Ah, okay, die Taming. Pfeile bauen, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Und was haben wir jetzt hier? Ja, Woodwork. Genau, da müssen wir auch als Level 20 sein. Das heißt, wir müssen einfach ein bisschen leveln. So, wir können jetzt hier noch, können wir Punkte vergeben? Nein, können wir nicht. Aber ich schau mal. Ein Bett. Das könnte ich auch schon craften. Was brauchen wir für die Pfeile? Da brauchen wir. Achso, verbranntes Holz. Okay. Ah, jetzt ist hier schon wieder dunkel. Da müssten wir aber. Halt. Oh, great. Ja, da haben wir reichlich von. Dann stellen wir auch mal ein paar Taming-Pfeile her. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Was brauchen wir dafür noch für die Taming-Pfeile? Ah, können wir schon. Zwei Stück. Das brauchen wir. Seile. Ach, da. Normale Pfeile haben wir 91, aber Seile fehlen uns da noch. Das ist kein Problem. Da haben wir, glaube ich, hier in der Kiste noch ein paar. Ein paar ist gut. So. Dann können wir. Ja, 27 Stück klingt erstmal gut.
Hatte ich den Bogen? Ups. Ah, Taming. Eier sind freigestellt. Sehr schön. Taming Rang 2. Das ging ja schnell. Stone Feeding Stroke. Cool. So, den Bogen. Denn was fehlt uns da? Da fehlt noch ein bisschen Seil. Das ist aber auch kein Problem. Wie ich schon sagte, haben wir alles. Und dann können wir auch einmal den Bogen bauen. Pump. Da haben wir den Bogen. So, der hat jetzt 64 normale Pfeile. Ziehen wir rein. Okay, achso. Haben wir hier noch? Dann haben wir genug. Feuer können wir ausmachen. Oh, wir sind immer zu schwer. Das heißt, was haben wir denn jetzt hier noch an Ballast, was sie noch wegschmeißen können? Ja, von dem Fell haben wir gerade noch ein bisschen viel. Ne? Münzen, die kann ich hier auch reinpacken. Den Candies weiß ich noch nicht, ob ich die nicht alle wegschmeiße. Holz. Das kommt hier rein. Das Rarewood. Leafcrest Coin. Okay, auch irgendeine Währung scheint das zu sein. So. Die Seite kann auch wieder zurück. Da muss ich gucken, ob ich das vielleicht inzwischen auch herstellen kann. Das hatte ich gesagt, aus Gammelfleisch kommt da rein. Das ist ja auch irgendwie so eine komische Währung. Ach so, ist schon voll jetzt. Kann ich denn? Okay, da kann ich irgendwelche Pilze machen. Aber ansonsten habe ich da auch nichts. Ein zweites Campfire, das werde ich einfach mal hier hinstellen. Das ist eigentlich nur dafür da, wenn ich jetzt zack, so vielleicht mal Holzkohle oder irgendwas brauche. Okay. So, was haben wir noch, was wir loswerden können müssen? Diese komischen Goblin-Gizmo, also Zahnräder. Kann ich die noch hier reinpacken? Jawohl. Und da haben wir auch noch was von. Also wie das. Ja, dann sieht das da. Ah, das kann ich da auch reinpacken. So langsam kriegen wir das Inventar leer. Sehr schön. So, dann ja. Nächste Quest, die ich gerne machen würde. Harvest Grass Harvest. Queen of Venom. Magic Shards. Wenn wir Satyr weitermachen. Taming. Ah. Verdammt. Craft a Crossbow. Achso, Crossbow. Ein Dingens. Eine Armbrust. Stone Hook Arrow, das ist kein Problem. Unlock. Ja, so langsam kriegen wir hier auch ein paar Sachen. Tiber Member, okay.
Wie gesagt, ich finde es immer noch schade, dass wenn ich hier eine Quest aktiv schalte. Who goes there? Show yourself. How dare you enter my cave, you insolent fool? I am Sthaeno, the great queen. Do not think you can gain my favor by trespassing. Ja, das hat er einfach bei den anderen nicht mit. Das mitzählt. Oder dass sie nicht mehrere Questen aktiv schalten kann, sagen wir mal so. Das finde ich ein bisschen schade. Weil das würde das Ganze ein bisschen beschleunigen. Ja, ich wollte hier keinen. Crafty Leaves. Tea Leaves waren die hier, ne? Ja. Drei Stück, ja. Brauche ich auch nur noch, keine Ahnung, 5 Millionen Blumen für. Oh, Gras ist nicht weiter schlimm, weil Stroh brauchen wir auch sehr oft, gerade wenn wir bauen wollen. Fahren wir einfach mal ein bisschen nach. Jetzt will ich mal was gucken. Da haben wir ja schon. Jetzt nehme ich die, weil ich hier auch. Stand fast, Adventurer. You are about to stumble into Arcadian territory. Should you wish to proceed further, you would do best to prepare yourself and proceed with care. Okay. Ah! Ich muss weg. Ich hoffe, ich habe sie nicht getroffen, die Jungs. Ich habe nichts getan. Bleib mir weg. Scheint ich Glück gehabt zu haben. Diese blöde Eule. Die ist mir schon mal zum Verhängnis geworden. Ich habe auch zu spät gesehen, dass da eben noch ein paar gekommen sind. So, ein paar Blumen ernten. Okay, da war sie schon wieder. Treff die nicht. Aber die mich? Verdammt! Komm her. So. Kann man die öffnen? Upgrade. Ist da irgendwas drin? Ja. Ein paar Eier. Ne, da muss ich rein, ne? Genau. Oh, treff! Ich die nicht. Oder geht das nur mit der Pickhacke? Jetzt. Okay. So, Flowers haben wir. Jetzt will ich mal gucken. Jetzt werde ich mal wieder den Task wechseln, weil ich muss ja. Who goes ja, there? Show yourself. Ich weiß. How dare you enter my cave, you insolent fool? I am Sthaeno, the great queen. Do not think you can gain my favor by trespassing. Ist wieder jede Menge Eisen oder Metalle zumindest. So, okay. Boah, wie viel
sind denn hier? Wow. So. Okay. Hinhocken und ein bisschen Fleisch rausholen hier. So, Item Crate. Ups. So, kann ich das Schwert reparieren? Das Schwert. So, das Schwert. Ist dann noch. Bevor ich mir irgendwas anderes reinziehe, hau ich mir erstmal die Äpfel rein. Die Eulen sind schon ein bisschen nervig, wenn die andauernd aufspuren. Nicht, weil sie mir jetzt irgendwie wehtun oder so. Aber. Plonk. So, um das Schwert zu reparieren. Was brauche ich dafür? Wo ist es? Wo ist es? Achso, da ist es. Holz und Steine, das haben wir in der Hütte. Hier, die Sache ist tatsächlich. Ja, man ist dann am Ernten und wenn da die Wachen in der Nähe sind und man das nicht rechtzeitig mitkriegt, dann ja, haut man eine Wache und dann ist auch in dem Gelände. So, das brauchte ich ein bisschen Stein und ein bisschen Holz. Ne? Ein bisschen ist gut. So, und Repair. So. Seil noch dahin. Und die Steinchen auch wieder zurück. Und das Leder. So, wie viel brauche ich denn noch um? Ah, kann ich schon herstellen. Sehr schön. Dann hätten wir die Queste auch erledigt. Oh, essen wollte ich mal was. Da haben wir unsere Steaks. Level 19 sind wir inzwischen. Sehr gut. Craft a Rune of Restoration. Okay. Kann ich die schon? Das müsste ja eigentlich. Nee, da nicht. Ist das hier? Nicht. Wo sind denn die blöden? Ach, da. Was ist das? Rune of Light. Ah, da müssen wir ein paar Magic Shards für. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Das hier nämlich auf den draufziehen. So, das Schwert natürlich wieder reinziehen hier. Und wo ist mein Zauberstab? Da. Okay. So, und wenn ich jetzt den anderen Task noch auswähle, aber hier muss ich auch Magic Charts ernten. Stand fast, Adventurer. Ja. You are about to stumble into Arcadian territory. Should you wish to proceed further, you would do best to prepare yourself and proceed with care. Einer, natürlich. Ich hätte auch schon gerne ein bisschen mehr rausgeholt. So, Harvest. Den nehmen.
toll. Natürlich jetzt genau das raus, was ich nicht wollte. Ankamen Wood. Ah, okay, Hammer. Zwei waren, glaube ich, Seile. Okay. So. Satyr-Quest complete. Und ich bin mal wieder völlig überladen. So, jetzt haben wir auch gleich noch eine Heilungsrune craften. Dazu werde ich dann auf jeden Fall mal wechseln. Boah, dann habe ich hier Holz. Zack. Was haben wir da bekommen? Portal. Satyrs. Okay. Zu teleportieren. Campsite in Arcadia. Can only be crafted in your inventory. Okay, das probieren wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge einfach mal aus. Muss ich zugeben. Und eine Satyr-Axt. Sehr schön. Nehmen wir jetzt noch ein bisschen was. Was kann ich wohin mit dem ganzen Krempel? Wird hier gerade so zugeschissen. So, haben wir hier noch was? Das Holz wollte ich noch rauslegen. Oh, bestimmt hatten wir 10 Stück von hergestellt. Seile werden auch langsam voll. Das Gras kann hier. Ah, das Zeug verrottet, gut. Das kann hier gerne zu Stroh verrotten, habe ich kein Problem mit. Ja, liebe Leute, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Und weiter machen wir dann mit dem nächsten Levelaufstieg. Und wir gehen dann in der Quest, die kann ich schon mal aktivieren, damit ich das dann auch weiß. Queen of Venom. Und da müssen wir die Rune. Who goes there? Show yourself. How dare you enter my cave, you insolent fool? I am Sthaino, the great queen. Do not think you can gain my favor by trespassing. Genau, das sage ich auch. Und ich verabschiede mich euch. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Oder schaut auch mal auf twitch.tv/der_fluchu vorbei. Da gibt es montags immer The Elder Scrolls Online live. Und ab und zu auch mal jetzt Ark Extinction, ganz neu. Mal so 1-2 Stündchen oder auch mal 3, je nachdem, wie wir Zeit und Lust haben. Also, wir sagen Tschüss!